Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, etwas über Resilienz zu lernen. Bevor ich starte, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jessica Rose und ich bin ausgebildeter und zertifizierter systemischer Coach und Resilienztrainerin. Das heißt, da verbinde ich schon zwei meiner absoluten Herzensthemen miteinander, nämlich ich begleite Menschen in Veränderungsprozessen, Menschen, die unter massivem Stresseinfluss stehen, und helfe ihnen, indem ich sie unterstütze und begleite dabei, neue Lösungen zu entdecken und im Kontext Resilienz natürlich auch resilienter zu werden. Heute habe ich die Ehre, über eines meiner Herzensthemen zu sprechen, nämlich Resilienz. Und das Thema Resilienz, seien wir mal ehrlich, jeder hat schon mal davon gehört. Jeder kennt diesen Begriff, aber, und so zeigt es mir meine Erfahrung, die allerwenigsten wissen eigentlich, was es damit wirklich auf sich hat. Das möchte ich heute stoppen bzw. ändern und deswegen gibt es diesen Vortrag. Teil dieses Vortrags bzw. Inhalt dieses Vortrages wird sein, dass ich erstmal erkläre, was ist Resilienz überhaupt? Wo kommt dieser Begriff her? Was hat es damit auf sich? Weil dadurch schon mal ganz, ganz viel Licht ins Dunkel gebracht werden kann. Dann werde ich mit einem kleinen Mythos aufräumen, was Resilienz nämlich nicht ist. Und anschließend schauen wir im Vortrag darauf, wie Resilienz entsteht und wie Resilienz tatsächlich erlernt werden kann. Ich freue mich, wenn du bis zum Ende dabei bleibst und wünsche dir viel Spaß. Was genau ist Resilienz nun aber? Um das zu verstehen, machen wir einen kleinen Ausflug in die Physik, genauer genommen in die Materialwirtschaft. Denn der Begriff Resilienz leitet sich von dem lateinischen Begriff resiliere ab, was so viel bedeutet wie zurückspringen bzw. abprallen. Und in genau diesem Gebiet, nämlich in der Materialwirtschaft, wurde dieser Begriff Resilienz das allererste Mal verwendet, weil man nämlich dort beobachtete, dass bestimmte Materialien die Fähigkeit besitzen, nach einer riesengroßen Einwirkung, also einem Druck, einer Verformung, die stattgefunden hat, dennoch wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Diesen Begriff hat man dann in die Psychologie übertragen und die Fähigkeit, also das Verhalten dieser Stoffe auf Menschen übertragen. Nämlich nach einer Einwirkung, nach einem großen Stress, nach einer großen Herausforderung und einer sogenannten Verformung wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. So ist der Begriff der Resilienz entstanden. Mir persönlich hilft es immer, wenn ich Bilder habe, Metaphern habe, um mir Dinge besser merken zu können, beziehungsweise sie überhaupt erstmal verstehen zu können. Und da möchte ich zwei meiner Lieblingsbilder anbieten. Das erste Bild ist, wenn wir jetzt nochmal an den Begriff des Zurückspringens denken, eine Feder. Und zwar nicht eine Feder eines Vogels, sondern eine Autofeder oder etwas kleiner gedacht, eine Kugelschreiberfeder. Wenn wir uns diese Feder vorstellen und die so zwischen unseren Händen halten und zusammendrücken, dann springt diese Feder, sobald der Druck nachlässt, von selbst wieder in den Ursprungszustand zurück. Das gilt für Autofedern, das gilt für Kugelschreiberfedern, das gilt für Bettfedern, für sämtliche Federn dieser Art. Noch viel lieber verwende ich allerdings ein anderes Bild, um Resilienz zu erklären. Und da kommt mir unterstützend meine Resilienzgiraffe zugute. Die werdet ihr wahrscheinlich aus der Kindheit kennen. Eine klassische Holzdrückerfigur,
die unten einen Knopf hat, den man drücken kann, dann sackt die Figur in sich zusammen und drückt man erneut, geht sie in ihre Ursprungsform zurück. Und genau das Gleiche passiert bei Resilienz. Das heißt, es gibt eine äußere Einwirkung auf uns, Stress, Druck, eine riesengroße Herausforderung, die stellvertretend durch das Drücken dieses unteren Knopfes symbolisiert werden kann. Das heißt, wenn ich diesen Druck auf meine Resilienzgiraffe ausübe, macht die genau das Gleiche, was wir natürlicherweise auch machen, wenn der Druck, wenn der Stress zu groß wird. Sie sackt in sich zusammen. Und das ist total menschlich und erlaubt. Lässt der Druck nach, und da kommen wir jetzt wieder zum Begriff der Resilienz, nämlich dem sogenannten Zurückspringen in den Ursprungszustand, dann passiert mit der Giraffe wie durch ein Wunder das, nämlich, dass sie wieder in den Ursprungszustand zurückspringt und hinterher genauso aussieht wie vorher. Resilienz beschreibt somit also die Fähigkeit eines dynamischen Systems, sich erfolgreich an Störungen anzupassen, die seine Funktion, Lebensfähigkeit oder Entwicklung bedrohen. Resilienz bedeutet damit auch Anpassung und Flexibilität, das heißt ein ganz bewegliches Mitgehen und sich an den Stress anpassen, ein sogenanntes Oszillieren, ein Hin- und Herpendeln. Kommt die Einwirkung, die äußere Einwirkung, der Stress, der Druck, passe ich mich an diese Situation an, verhalte mich also resilient und kehre, wenn der Stress vorbei ist, in meinen Ursprungszustand zurück. Und damit möchte ich schon mit dem allerersten Mythos einmal aufräumen, nämlich Resilienz ist keine Widerstandskraft. Ich brauche für Resilienz keine Kraft, ich brauche für Resilienz auch keinen Widerstand. Das heißt, ich kämpfe da nicht gegen etwas und versuche gegen etwas anzukommen, sondern stattdessen ist Resilienz eine Anpassung, und zwar eine flexible Anpassung an die aktuelle Situation. Das heißt, ich gehe dort mit, bewege mich und kehre hinterher unversehrt wieder in meinen Ursprungszustand zurück. Damit beantwortet sich auch die Frage, ob Resilienz ein Zustand oder ein Prozess ist. Und tatsächlich könnt ihr das mal ausprobieren, indem ihr aufsteht, auf ein Bein steigt, das heißt, ein Bein einfach mal in die Luft hebt und die Augen schließt. Und wenn ihr das ausprobiert, das könnt ihr jetzt einmal tun, einmal bitte aufstehen, auf ein Bein stellen, die Augen schließen. Was passiert dann? Dann merkst du, dass du ganz vorsichtig hin und her schwankst. Das heißt, du versuchst die Balance zu halten. Du stehst nicht statisch fest, sondern das ist ein Oszillieren, ein Hin- und Herschwingen. Und damit beantwortet sich auch die Frage, ob Resilienz ein Zustand ist. Nein, ist es nicht. Ich bin nicht resilient, sondern ich verhalte mich resilient. Resilienz ist also ein Prozess, etwas Dynamisches. Jetzt haben wir einmal den Begriff geklärt. Wir haben Resilienz definiert. Wir haben gelernt, dass Resilienz ein flexibler Prozess und kein Zustand ist und damit auch keine Widerstandskraft beschreibt, sondern ein ganz flexibles Anpassen an die Situation und Zurückspringen in den Ursprungszustand. Und jetzt fehlt noch eine Sache, nämlich, dass es nicht nur die individuelle, also meine persönliche
deine persönliche Resilienz gibt, sondern auch resiliente Organisationen, resiliente Teams. Das heißt, dieser Begriff der Resilienz, die Fähigkeit, die dort beschrieben wird, die kann auf verschiedenste Kontexte ausgeweitet werden. Und noch eine weitere Ergänzung. Ich kann als Mensch in verschiedenen Kontexten unterschiedlich resilient reagieren. Das heißt, vielleicht gelingt es mir im Privatleben, ziemlich resilient mit Stress umgehen zu können, aber stattdessen im Berufsleben nicht so sehr. Vielleicht gibt es bestimmte Themen, die mir wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen, ich, so wie es die Resilienzgiraffe gezeigt hat, in mich zusammensacke und bei anderen Themen habe ich diese Fähigkeit schon erlernt und verhalte mich wesentlich resilienter. Das bedeutet, wenn ich Resilienz erlernt habe oder für mich vielleicht auch schon von Geburt an mitbekommen habe, dann heißt das nicht, dass ich in allen Situationen gleich resilient bin bzw. mich verhalte, sondern dass jede Situation unterschiedlich ist und damit auch meine Fähigkeit der Resilienz in diesen verschiedenen Situationen ganz unterschiedlich ausfallen kann. Wie genau entsteht Resilienz nun aber? Und da starte ich mal mit der allerbesten Nachricht vorweg. Jeder Mensch besitzt ein gewisses Maß an Resilienz, denn jeder Mensch wird in irgendeiner Form resilient geboren. Man weiß heute aus der Wissenschaft, dass es eine sogenannte Rohresilienz gibt. Das heißt, aus verschiedenen Resilienzfaktoren zusammengesetzt, gibt es ein, ich würde es mal Grundpaket nennen, womit jeder Mensch ausgestattet ist. Das ist ganz individuell und beträgt so ungefähr bis zu 50% der Resilienz. Wenn ich das im Kurzdurchlauf erkläre, dann bedeutet das, dass wir erstmal mit einem gewissen Paket an Resilienz auf die Welt kommen. Das heißt, genetisch kriegen wir da im Idealfall schon mal einiges an Resilienz mit. Dann wird dieses Paket, diese Grundresilienz, die wir da schon mal im Rucksack haben, geprimed durch die erste Bindungserfahrung und Sozialisation, die wir im Leben erleben. Das heißt, die Bindungserfahrung, die kann sicher oder unsicher sein und die wird direkt nach der Geburt im ungefähr ersten Lebensjahr ausgebildet. Die entscheidet auch nochmal maßgeblich, wie viele Prozentpunkte an Resilienz zu dem Grundpaket, was wir schon mitbekommen haben, genetisch, wie viel da noch dazukommt. Dann erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, so im jugendlichen Alter, die Sozialisation. Das heißt, auch dort werden wir nochmal geprägt und kriegen etwas für unsere eigene Resilienz mit. Die Sachen zusammen ergeben am Ende dieses Paket an Resilienz, was jeder Mensch hat und jeder Mensch sozusagen ja als Ressource mitbringt und darauf zurückgreifen kann. Dann gibt es noch die dritte Komponente und das ist das Erlernen aus Erfahrung. Diesen Weg, das merkt ihr vielleicht schon selbst in der Art, wie ich das auch gerade ausgesprochen habe, können wir nur über Zeit gehen. Das heißt, das ist die langsamste Möglichkeit, Resilienz zu erlernen und gleichzeitig steckt da der nächste Funken Hoffnung drin, denn Resilienz ist erlernbar, Resilienz ist trainierbar und zwar für jede Frau, für jeden Mann. Es ist etwas, was wir als Fähigkeit hinzulernen und erwerben können. So, das war's für heute.
Du hast von mir gelernt, was Resilienz ist. Ich habe mit einem Mythos aufgeräumt, was Resilienz definitiv nicht ist. Ich habe auch darüber gesprochen, wie Resilienz entsteht. Und ich denke, dass das für den Start eine runde Sache ist und ausreichend ist. Und freue mich, wenn du auch bei meinem zweiten Vortrag dabei bist, wieder reinschaust. Denn da werde ich darüber sprechen, wie Stress entsteht, welche Folgen Stress in unserem Körper auslöst und anknüpfend an die erlernbare Resilienz, was wir tatsächlich aktiv tun können, um unsere eigene, unsere individuelle Resilienz zu stärken. Du darfst also gespannt sein und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Mach's gut.